Ja, wir sind jetzt wieder zurück zum Let's Play FIFA 12 Ultimate Team und wir sehen hier die Statistik von unserem guten Helder Postiga. 16 Spiele, 16 Tore und deshalb würde ich mal sagen, brauchen wir vorerst keinen anderen Stürmer, weil er ist so abgegangen. Und ja, auch wenn ich jetzt nicht mit der Stammelf spielen kann, weil ich noch Geld sparen will, weil eigentlich hätten wir schon genug Münzen, um uns nochmal eine Goldpackung zu holen und dann auch die Verträge wieder anzusetzen auf unsere Stammspieler. Aber ich will Geld sparen, weil ich ja noch Auktionen am Laufen habe. Eine Auktion, was ich zum Laufen habe, ja. Und da will ich dann noch unsere Mannschaft richtig gut verstärken. Das wird richtig gut, das kann ich euch gleich mal sagen. Und ich wollte mit euch trotzdem noch jetzt mal den Patrick Hedges bisschen testen. Und einfach in diesem Random-Spiel, ich habe jetzt keinen Gegner mehr rausgesucht, das mache ich immer random. Also Anderlecht ist es jetzt in diesem Fall. Und ja, ich wollte mit euch einfach mal wieder ein Spiel machen, das kein Pokalspiel ist, um auch mal nicht darauf angewiesen zu sein, dass die Spieler aus drei Nationen kommen. Und ja, ich hoffe, ich krieg die Spieler. Es werden richtig gute dabei sein, hundertprozentig. Also das kann ich euch schon mal versprechen. Zumindest die, die ich will. Und ob es euch gefällt oder nicht, dann müsst ihr damit leben. Und oh, schon mal schade, Patrick Helmes war es, glaube ich, gerade. Also Helder Prestiga ist wirklich richtig abgegangen. Im letzten Spiel hat mir richtig gefallen und ja, jetzt gucken wir einfach mal, ob er das bisschen hält. Ich habe den guten Skrittel ein bisschen aufgepusht. Ein bisschen Hauptobjekte angewendet, wie Passen, Verteidigung und so ein Zeugs. Und ja, auf Weltklasse spielen wir jetzt hier. Mbokani, ey Mann. Schlimm sowas. Gerade im Mbokani, den wir auch haben. Und natürlich ist ein blöder Abpraller. Okay, jetzt müssen wir schon mal gucken. Zum Glück ist hier kein Pokalspiel, was das Ganze ein bisschen anders macht, die Einstellung, wenn wir jetzt hinten liegen. Das macht doch nichts. Ach, Helder Postiga. Und Postiga! Sagte ich es nicht, doch ich sagte es und da ist er. Den pushe ich auch noch ein bisschen auf, wenn ich mal wieder Hafenbrauchsobjekt übrig habe. Auch für den spare ich auch wieder. Es wird ja noch was kommen. Ein bisschen geheimnisvoll jetzt, wie ich da tue, aber ich will euch ein bisschen überraschen. Und ich freue mich auch schon so mega auf den Ultimate Team Modus von FIFA 14. Den werde ich auch gleich Let's Play natürlich mit euch. Da freue ich mich schon richtig drauf. Jetzt sind los. Isco, stimmt, das war auch einer, den ich in der Aktion geholt habe. Mir ersteigert habe. War ein richtiges Schnäppchen, deshalb habe ich da zugeschlagen. Ich glaube, dass er in einer anderen Aufstellung ein bisschen besser aufgehoben wäre, weil bis jetzt hat er nicht so viel gezeigt. Ich weiß, dass es sehr schnell ist. Jetzt vielleicht mal. Ach, schade. Was? Hä? Was war das? Komisch. Husband, ja. Immer diese tollen Namen. Wow. Alter. Zum Glück hat halt der Postiga das überlebt. Und dann kommt Isco mit dem Freistoß. Ach, schwach. Ja, der kleine Helder Postiga kommt da natürlich nicht an den Ball. Und jetzt Isco. Helmes. Wieder Isco. Ja, er wäre wieder Helmes gewesen. Aber Einwurf für. Und ach, schlecht. Haben wir nochmal einen Wurf.
Ah, kann den Ball nicht annehmen. Ich frage mich schon, wenn wir wieder mit unserer Stammelf spielen können. Das wird nicht mehr lang dauern, bis wir das können. Ich habe gesehen, die Pokale haben relativ ungeschickte Bedingungen, dass wir die spielen können. Da müssten wir mit einer richtig schlechten Mannschaft eigentlich spielen. Weil wir da nur Silberspieler oder sogar nur Bronzespieler in der Mannschaft haben. Da finde ich das ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt uns das antun werden. Ich finde es schon lustiger, wenn ihr. Ja, mal sehen, was ich mir da ausdenke. Sollten auch schon gute Mannschaften sehen, die hier spielen. Drink Water, auch ein Hammername. Und einen Wurf gibt's. Husband of Drinkwater, Elvis und Bostiga, was mach ich an? Nein! Ey, das hätte es. 1:1 zur Halbzeit. Alles richtig gemacht, könnte man meinen, aber dieses eine Gegenteil hätte nicht sein müssen. Ja, der gute Skill. Mal sehen, ob wir seine Stärke noch insgesamt ein bisschen anheben können. Postiga, schade. Und jetzt Helmes. Konnte sich noch nicht so zeigen, aber die Offensivabteilung in diesem Spiel hat sich auch sehr schwer getan, allgemein. Natürlich Skrittl. Das ist sicher Verteidiger. Und, oh Mann, den hätte Passier reinmachen müssen. Schade. Einfach dranbleiben jetzt und ich finde die Aufstellung jetzt eigentlich nicht so schlecht als gedacht. Ich sehe jetzt, ich spiele ja wieder mit der. Wow! So hat das gerade so mega geruckelt. Ja, ich spiele ja wieder mit der 4 irgendwas. 5-1, also 4-5-1 Aufstellung. 4-1, 4. Ach egal, auf jeden Fall spiele ich eigentlich mit einer offiziellen Spitze, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Und Helmes. Helmes. Er sieht so viele Verteidiger. Helmes! Ah, guter Schuss. Jetzt müssen wir nur mal die Chancen auch verwandeln, um dieses Spiel zu gewinnen. Es geht mit dem Eckball und das war nicht schlecht. Es sind viel zu defensiv, die Gegner, die zeigen dann nicht mehr viel nach vorne. Höchstens sie spekulieren auf einen Konter. Schön Quarter. Helmes. Ach, schade. Postiga. Ach, verdammt, das wollte ich jetzt nicht so, aber immer noch am Landteil nicht mehr ist. Ich bin einfach viel zu weit außen an dieser Aufstellung. Ah, wahrscheinlich nicht sein. Seine Position, obwohl es als zentrales offensives Mittelfeld zählt, ist für mich eine echte Mittelfeldsposition. Ich weiß auch nicht, was FIFA da hat. Ey, boah, Postiga. Bam. Nix war's, Gegner. Das Ergebnis halten, nix war's.
rein da ins Tor, Hallo Postiga. Hält seine Statistik, verbessert sie sogar noch, weil er in diesem Spiel zweimal getroffen hat. Perfekt. 20 Spiele, 21 Tore bis jetzt. Und Postiga. Ach, schade. Postiga. Ach, verdammt, jetzt strauchelt er da auch noch und deshalb kommt er nicht mehr in den Ball. Schade. Komm schon, Westlake. Nochmal nach vorne, nochmal nach vorne. Ah. Wieder Probleme bei der Ballannahme. Das merkt man einfach, dass wir noch viel zu viele Bronze-Spieler im Team haben, aber jetzt bloß kein Unentschieden kriegen. Komm schon. Nein. Bloß nicht. Das wäre so unverdient. Komm schon. Okay, das wäre jetzt mies. Da vorne, da stehen wir doch 2 gegen 2. Doch nicht. Egal. Sieg. Schön, 2 plus Stiga. Ja, Helm ist mit 8,3. Sogar als Spieler des Tages. Also, ja, auch wenn diese Anzeige packt mich ein bisschen nervt, aber macht er nichts. Nicht so viele Münzen haben wir bekommen, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann vielleicht unsere neuen Spieler sehen. Bis dann. Tschüss.